Oh shit, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf die UWG, herzlich willkommen, was geht ab, aufstehen, was hat die ganze Schlafen, Medo. Was geht ab, meine lieben Freunde, derzeit gibt es wirklich wieder viel Beef in Deutschrap, ja, also die ganzen Leute drehen durch, oh mein Gott, der Kollege, oh mein Gott, der und der und der. Ja, meine lieben Freunde, bleibt mal auf dem Teppich. Natürlich ist das alles hin und wieder immer nur noch sportlich gesehen. Ihr dürft nicht vergessen, ihr seid immer noch im Rap, ja? Also ihr seid hier nicht beim Ponyhof oder was weiß ich was. Also hier geht es wirklich um Ehre. Hier geht es um Stolz. Hier ist es das Hip-Hop. Digga, it's in the house, man. You know what I'm saying, man. Ja, meine lieben Freunde. Also, der Farid Bang hat natürlich immer wieder mal für Schlagzeilen gesorgt. Ja, und viele sind sich natürlich nicht sicher. Wie sieht's aus mit dem Kontakt zwischen Kollega? Ist es wirklich nur noch eine Fake-Freundschaft oder handelt es sich wirklich um eine Real-Freundschaft? Sind sie wirklich immer noch solche Brüder, wie sie es vor vielen, vielen Jahren waren, meine lieben Freunde? Also, es gibt eine klare Ansage von Farid Bang. Er äußert sich zu Kollega und sagt in einem klaren Instagram-Video, was er zu dem, ja, zu dem Kontakt zu Kollega hält und was er von Kollegas derzeitiger Situation hält und bla bla blub. Freunde, zieht es euch rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es natürlich hier euch reinziehen, ja. Abonniert meinen Channel und bleibt natürlich am Start. Dieser Channel-Abo ist natürlich für euch kostenlos, es kostet euch keinen Cent, ja, mich kostet es jede Menge Zeit. Also ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ich würde sagen, bis Peace, genau. Ich möchte das gerne jetzt hier in dem Live-Stream im Chat jetzt loswerden. Was Kollege und ich, was für Probleme da in der Luft sind und warum diese entstanden. Und deswegen möchte ich jetzt definitiv bezüglich Kollege jetzt mal endlich reinen Tisch machen, damit die Fans, bei denen sind wir das schuldig und denen möchte ich unbedingt erklären, was für Sache ist. Also zuerst mal möchte ich danken, dass mich Kollege Amin, dass mich nicht 10-3 Punkte sehr stark hintergangen hat. Drei Punkte waren das, bei denen er echt gravierende Fehler gemacht hat, die ich ihn auch so nicht einfach verzeihen kann, wo ich nicht einfach so drüber hinwegschauen kann. Und er hat auch dafür bei mir keine Rechenschaft abgeliefert, nachdem allem, was wir miteinander durchgestanden haben, die ganzen Geschichten, die wir hatten, dass ich sowas mitkriege und dann auch noch von anderen Leuten, das geht definitiv nicht. Und bevor ich darauf komme, was die Sachen waren, möchte ich das auch meinen Fans sagen, dass sie nicht mehr weiter supporten sollen, denn das ist nicht in Ordnung, was sie gemacht haben. Aber bevor ich mich jetzt auf meinen Platz setze, werde ich die drei Sachen sagen. Zum einen, hola, buenas tardes. Zum einen ist mir zu Ohren gekommen, dass er was mit einer Frau hatte und diese Frau war keine Mutter. Punkt Nummer 1. Zum Zweiten hat er im Fitnessstudio Beine trainiert und ich halte, davon gibt es sogar ein Beweisvideo. Und drittens, das ist eigentlich das Frecheste, was er eigentlich bei mir gemacht hat und was ich sehr respektlos empfunden habe. Und zwar hat er mit mir gesprochen und hatte dabei den Rucksack an. Und ihr wisst das selber. Zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Also Kollege, wenn du das hier siehst, Junge, ich hab dir das gesagt, bei mir brauchst du gar nicht mehr anzukommen. Weil diese drei Sachen hier, von denen ich spreche, das dulde ich bei keinem. Und das werde ich auch nicht. Also Leute, auch wenn ich hier ein bisschen lache. Kollege, falls du das siehst, du weißt Bescheid. Natürlich war das eine Spaß-Videobotschaft von Farid Bang, meine lieben Freunde. Ja, also ein bisschen mit Humor nehmen das ganze Video. Ja, also natürlich herrscht natürlich immer noch Frieden zwischen den beiden Rappern. Natürlich wollen die ein oder anderen Rapper natürlich diese Freundschaft zwischen den beiden natürlich immer wieder trennen
und es gibt immer wieder Spekulationen über eine Streitigkeit zwischen den beiden, aber natürlich ist das alles natürlich nur eine Fake News gewesen, mein lieben Freunde. Also es herrscht immer noch Frieden und was sagt ihr dazu? Schreibt mir eure Meinung bitte unten rein und ich wünsche euch jedem Einzelnen einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende. Wenn Feiertag ist, dann schönes Feiertag, schönes Hanukkah, schöne Erntedankfest und Thanksgiving und bla bla blub. Ich wünsche euch was. Peace and out.